Ja, also wunderbar, vielen Dank für euer Dasein und jetzt schauen wir mal, ob die anderen noch dazukommen, die jetzt schon da waren, aber offensichtlich die Internetverbindung nicht ausreichend war. Ich habe ja vor gut einer Woche schon mal einen Infoabend gemacht für den Kurs und auch mit dem Michael vor, ja, ich sag mal, knappen Woche ein Gespräch geführt bezüglich des Kurses. Und ich habe festgestellt, wie ich mit mehreren schon über den Kurs gesprochen habe, entweder ehemalige Teilnehmer oder Interessierte, die auch ein paar Fragen offen hatten. Und ich habe mir gedacht, die Fragen werde ich heute auf jeden Fall mal durchgehen und was dazu sagen. Und genau, also das wird heute der etwas Infoabend außer der Reihe, weil mir das am Herzen liegt, eben die offenen Fragen zu beantworten, die der ein oder andere hat. Und da würde ich jetzt mal sagen, da fange ich jetzt einfach mal an. So. Obwohl, wir könnten vielleicht, ich mache es jetzt nochmal so, wie ich sonst auch immer mache. Ich fange mit einem kleinen Gedicht an. Und ich kann euch jetzt leider nicht sehen. Ich würde euch gerne jetzt dazu einladen, einfach die Augen zu schließen und diesen Worten zu lauschen. Ja, ich bin der Berg und höre das Echo des Geliebten. Ich bin das Gemälde. Der Geliebte ist mein Maler. Denkst du wirklich, dass all die Worte, die ich spreche, mir gehören? Nein. Sie sind nur das Geräusch des Schlüssels, der sich im Schloss dreht. Rumi. Ja, wunderbare Zeilen. Falls ihr Rumi kennt oder auch nicht kennt, das ist ein Mystiker von vor, wenn die Zeitangaben stimmen. Das wisst man ja auch nicht so ganz genau, ungefähr 1200 nach Christus. Und ja, der hat wunderbare Verse und Zeilen geschrieben, die man weniger mit dem Verstand versteht, als mehr mit dem Herzen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt den Bildschirm frei, dann könnt ihr das auch sehen. Hier ist der So, hier ist der Vers, das Gedicht. Und so ist es jetzt auch auf der Aufnahme drauf. So, genau. In dem Kurs, ich gehe noch mal ein Bild zurück, geht es wirklich darum, das eigene Herz zu öffnen, das Herz für sich selber. Und ja, diesen Zugang zu intensivieren, zu erweitern, den Pfad zu legen, um da zu den inneren eigenen Ort zu gelangen. Und viele, die jetzt diesen Infoabend jetzt anschauen oder dabei sind, oder eben die, die den Infoabend später ansehen. Viele kennen ja die Kurse, die von W14, das heißt die vom Carsten, vom Michael, vom Bernhard Piwiert, von der Isabella. Und es sind letztlich verschiedene Zugänge, wo es im Kern zwar vielleicht um eine andere Thematik geht, doch im Kern geht es um die Verbindung mit sich selbst
und diesen in Einklang zu bringen. Und ja, viele Kurse jetzt haben ein bisschen mehr den Charakter, dass sie vielleicht unseren Geist nähren und unsere Seele. Und ich möchte in den Kurs hier den Körper mit hineinnehmen, in die Erfahrung, in das Erleben. Also wirklich so im Sinne von Seele, Geist und Körper, diese Verbindung schaffen. Und auf spielerische, leichte Weise in die Ruhe kommen, in die Tiefe kommen, in die Verbindung kommen mit sich selbst. Da ist oft im Alltag ja wenig Raum. Und entweder man hat nicht die Zeit oder man nimmt sich nicht die Zeit. Und dieser Kurs soll auch hier so wie so ein Erholungsraum, ein Raum für Menschen, die im geschützten Rahmen bei sich ankommen möchten. Und wo wir auch nicht nur jetzt über das, dass ich jetzt was zu dem Kurs sage, also es gibt einen Teil, einen theoretischen Teil, sage ich jetzt mal, von vielleicht 50-60%, und der andere Teil wird ein praktischer Teil sein, wo jeder für sich einfach das Gesprochene von vorher in die Erfahrung bringen kann, in die eigene Erfahrung und vor allem mit sich selbst und diese Verbindung, wo sich dann die Impulse, ja, ich sage jetzt mal, ausbreiten können, wo sie Fuß fassen können, wo sie was bewirken können in dir und jeden Einzelnen. Und dadurch, dass ich ja in diesem Infoabend gesagt habe, ist mir der Schwerpunkt wirklich in den Fragen. Fragen, die Menschen an mich gestellt haben. Entweder eben, wie gesagt, Interessierte, auch zurückliegende Teilnehmer. Und ja, die möchte ich jetzt gern mal einfach durchgehen und dann nochmal was zum Infoabend sagen. So, einen Moment. Jetzt macht man das ein bisschen kleiner. Das sind jetzt einmal die meisten Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Also, was ist mit dem inneren Gesicht gemeint? Ja, das innere Gesicht, das ist im Prinzip das wahre Gesicht. Das echte, das reine, das vielleicht manchmal Verborgene in uns. Der innere Kern, die Seele, die möglichst frei von Belegungen, möglichst frei von Konditionierungen, von äußeren Strukturen, von Glaubenssystemen, Mustern etc. Befreit ist, ja, dadurch, dass die wenigsten von uns in diesem Zustand sind, geht es einfach um diesen Weg zu dem Innersten und um immer mehr zu erkennen, was wirklich mein wahres Sein, mein wahres Wirken in diesem Leben eigentlich beinhaltet. Ja, dann die nächste Frage, wie finde ich den Weg zu meinem inneren Gesicht? Ja, da gibt es eben viele Wege, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben viele Wege und auf verschiedenen eben hervorragend geeignet sind. Also jetzt nicht nur die Kurse jetzt bei W14, die ich vorhin schon genannt habe, sondern einfach generell offen zu sein für die eigene innere Führung. Und da gibt es jetzt nicht diesen einen Weg,
So, wie finde ich jetzt mein inneres Gesicht? Oder wie erkenne ich meine Seele? Oder wann spricht meine Seele zu mir? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch Intuitionsübungen oder Wahrnehmungsübungen, die in uns die Sicherheit und die Klarheit immer mehr entstehen lassen, wo man spürt, okay, das war jetzt wirklich mein Innerstes, das da gesprochen hat. Meine Seele hat in dem Moment zu mir gesprochen, diesen Impuls mir geschickt und dann folge ich diesem Impuls. Und dann ist das Vertrauen einfach auch da. Ja, die dritte Frage, wie hilft mir der Kurs dabei, mein inneres Gesicht zu zeigen? Ja, das ist ein Stück weit auch ein Element von der zweiten Frage. Also der Kurs soll eben eine innere Stabilisierung herstellen, ein Vertrauen, eine Sicherheit und auch eine Klarheit. Was möchte ich denn in meinem Leben, ja, in die Sichtbarkeit bringen? Und da werden auch viele Fragen thematisiert und auch das eigene Leben. Da wird jeder eingeladen dazu, sich das eigene Leben mal zu betrachten. Wie lebe ich denn? Lebe ich denn mein Leben oder erfülle ich einfach das Leben eines anderen, meiner Eltern, Geschwister, Großeltern, wie auch immer, oder einer Vorstellung davon, wie mein Leben sein sollte? Ja, was passiert im Kurs? Also der wichtige, also es sind zwei wichtige Bereiche. Ein Bereich, wo ich einfach über bestimmte Dinge spreche. Ich werde dann nachher nochmal dazukommen. Da gibt es eine Übersicht über die 4 Kursabende und den 5. Abend. Der ist ja der Nachbesprechungsabend, aber hauptsächlich über die 4 Kursabende, über die Inhalte, über die Themen, die hier besprochen werden. Und dann gibt es an jedem Kursabend einen praktischen Teil, eine Art geführte Meditation zu den inneren Orten, zu dem inneren Schatz, der in jedem innewohnt. Und dann gibt es begleitende Übungen dazu, auch ebenfalls an jedem Abend. Ja, wo ihr zeichnen dürft, wo ihr euch mit eurem Bild aus der Kindheit, aus Kindertagen beschäftigt mit eurem Antlitz über den Spiegel. Da gibt es für viele verschiedene Möglichkeiten und auch Artenübungen. Genau, das sind, und je nachdem, wie viele Teilnehmer es sein werden, entweder macht man es dann in Gruppen. Also ich möchte mit euch eben auch Intuitionsübungen und Wahrnehmungsübungen machen. Aufgrund der gezeichneten Bilder von euch oder eben auch eurer Kinderaufnahmen und auch euer Gesicht jetzt im Jetzt. Ja, die 5. Frage, ist es wichtig, ob ich ein Talent zu malen habe? Die Frage kommt auch ganz, ganz oft. Nein, überhaupt nicht. Es ist erstaunlich, ich habe es in dem Gespräch mit Michael auch gesagt, ich finde es so erstaunlich, was Menschen, die jetzt von sich sagen, ich kann nicht zeichnen oder auch Zeichnen oder Malen ist überhaupt nicht mein Hobby. Das ist jetzt fast ein bisschen eine Hemmung, den Kurs zu machen, etc. pp. Die haben da fast ein bisschen Furcht davor. Ich kann euch nur vergewissern, ihr könnt da ganz ruhigen Gewissens und entspannt dieses Wagnis eingehen, über euch zu entdecken, was da Erstaunliches durch
euch zutage kommt, wenn ihr euch zum Beispiel selber zeichnet. Es ist fantastisch. Und da ist ein sehr, sehr großer Unterschied, meiner Meinung nach, gegenüber professionellen Künstlern, wenn sie eben vor allen Dingen sehr verkopft sind, was dann oftmals ist. Ich sage nicht für alle, es gibt auch hervorragende Künstler, die die Technik beherrschen und den Zugang zu ihrem innersten Herz haben und den behalten und eben daraus eben auch zeichnen oder malen oder künstlerisch wirken. Ganz oft ist es allerdings so, man lernt in so einem Studium sehr, sehr viel und dann hat man gewisse eben auch wieder Vorstellungen im Kopf. Das ist nichts anderes wie in dem ganzen System. Man kriegt praktisch die Information, wann was gut ist und wie es jetzt mal richtig ist. Und da wird auch der Vergleich angesetzt zur Realität. Wenn man jetzt ein Gesicht anschaut, okay, wie ist das Gesicht eben dargestellt? Wie sind die Proportionen? Wie ist der Ausdruck? Und hat man den treffend erfasst? Und da geht es nicht nur um den Ausdruck, sondern eben auch das Äußere. Und manchmal ist es halt so, dass der Laie dadurch, dass er jetzt nicht die ganzen Kenntnisse hat, wie man jetzt ein Porträt zeichnet etc., dass er einfach ganz unbedarft drangeht und zeichnet das, was er vom Herzen heraus sieht. Und da entstehen so wunderbare, ausdrucksstarke Zeichnungen, wo man sehr viel erkennen kann. Genau. Wird erwartet, dass ich meine Zeichnungen und mich selbst zeige? Ja. Ich möchte den Kurs, auch wenn er online stattfindet, natürlich sehr gerne oder bevorzugt schon so gestalten, dass wir uns alle zu Gesicht bekommen. Das wird auch so sein, dass es eine kleine Vorstellungsrunde gibt, wo jeder einfach seine Intuitionen oder seine Intention mitteilt, warum dass er den Kurs für sich gewählt hat. Und ja, ein paar Worte zu sich, das bleibt natürlich jedem überlassen, aber so, dass jeder einfach mal weiß, ah ja, okay, der ist wie dem da, ja, dem oder der geht es vielleicht wie mir. Und es ist natürlich schön, wenn man sich auch gegenseitig sieht. Und es geht ja auch darum, zeige der Welt dein inneres Gesicht, was auch beinhaltet das äußere Gesicht, also unsere Erscheinung, unser Menschsein. Dennoch möchte ich einfach betonen, es wird jetzt hier niemand gezwungen. Es kann allerdings einfach eine wunderbare Möglichkeit und Übung sein, in diesem geschützten Raum dieses Wagnis einzugehen, weil das werde ich auch oder das betone ich am Anfang, dass alles das, was in diesem Kurs ausgetauscht wird oder was man erfährt, bleibt in dem Kurs. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, kann ich das Erlernte im Kurs auch für mein Leben anwenden? Die Intuition, die Sicherheit mit sich selbst im Umgang, die Erfahrung, die Impulse, auf jeden Fall. Ich glaube, die wichtigste Erfahrung und das Wichtigste, was man in dem Kurs, wenn man sich darauf einlässt, für sich erfahren kann, ist, dass man diese Sicherheit gewinnt, diese immer mehr Klarheit. Man wird sozusagen aus sich selbst heraus bestärkt, aus dem eigenen Innersten. Und folglich ist es wunderbar, wirkt sich das auf das eigene Leben aus. Also man wird jetzt wahrscheinlich weniger jetzt Zeichnungen machen etc. oder dieses eigene Foto vielleicht immer wieder herholen, vielleicht für den eigenen Prozess.
Man gewinnt einfach diese Sicherheit und die Klarheit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und man wird halt auch bestärkt, weil man die meisten, die Zeichnungen von sich angefertigt haben, hätten niemals vermutet, dass sie das können. Also folglich ist das auch eine wunderbare, ein wunderbares Erleben und Empfangen von diesem eigenen Wissen. Ja, falls ich einen Termin verpasse, kann der unproblematisch nachgeholt werden. Ja, selbstverständlich. Also alle Kurse werden aufgezeichnet und es gibt Begleitmaterial dazu. Das kann anschließend, wenn man eben mal den Termin verpasst hat oder man kann nicht, aus welchen Gründen auch immer, kann man den selbstverständlich nachholen. Dazu stehe ich dann auch gern bei den ein oder anderen Fragen zur Verfügung in der Telegram-Gruppe. Auf jeden Fall, sodass jeder den Kurs so in der Tiefe für sich nacharbeiten kann. Am besten ist es natürlich, wenn man dabei ist in dem Moment, aber das geht auch zum späteren Zeitpunkt. Ja, was wird für den Kurs benötigt? Auf jeden Fall schon mal deine innere Haltung, deine Bereitschaft, deine Offenheit, was zu entdecken, dich selber zu entdecken, dir selbst zu begegnen, das sind die wichtigsten Punkte. Ganz pragmatisch Papier, also was zu schreiben, entweder Kugelschreiber, Füller, wie du magst, ein Blog, ein Heft, wo du die Dinge, die aufgeschrieben werden, im Kurs eben aufzeichnest oder festhältst. Dann braucht es ein Zeichenpapier, vielleicht so mindestens A4 bis vielleicht A3, je nachdem, was du vielleicht zur Hand hast oder wo du sagst, okay, ich habe vielleicht in der Richtung schon Erfahrung und ich weiß, ich möchte etwas größer zeichnen und mich zum Ausdruck bringen, dann etwas größer. Kann auch größer sein. Meine Empfehlung ist so A4 mindestens, besser noch A3. Dann mal Mittel deiner Wahl. Praktisch ist es natürlich, wenn du, so jetzt muss ich da mal stumm schalten, hallo Katja und Holger, wenn du was nimmst, was du zur Hand hast, eben Farbstifte, Buntstifte, Filzstifte, natürlich geht auch Acryl oder Wachsstifte etc., was dir beliebt und was du am besten zur Hand hast und was du gern verwenden magst. Kann auch Aquarell sein. Was wird noch benötigt? Ein Spiegel, ein kleiner Handspiegel, den du dir am besten hinstellen kannst, wo du dich auch sehen kannst. Also sollte also nicht zu klein sein. Ein Foto aus Kindertagen, am besten im Alter zwischen 4 und 8 Jahren, wo du dich gut erkennen kannst. Dann brauchen wir noch, ich bin jetzt gerade am Überlegen, Spiegel, nein, ich glaube, wir haben alles. Ich werde aber nachher nochmal in die Unterlagen vom Infoabend reingehen und da steht es nochmal. Auf jeden Fall, das sind so die wichtigsten Sachen. Ja, wann beginnt der Kurs? Am 26.01., also bereits am Donnerstag. Um 19.30 Uhr. So, kommt noch mal jemand? So, hallo. Also 19.30 Uhr am Donnerstag, am 26.01. Es wird dann 4 aufeinander folgende Kurstage geben und der 5. Kurstag ist ein Besprechungstag, ein
Nachbesprechungstag, wo dann vielleicht die ein oder anderen offenen Fragen. Okay. Vielen Dank nochmal. Ich weiß es nicht, was heute passiert ist. Ich habe diesen Termin wie immer angelegt und ich werde es im Nachhinein nochmal erforschen, eruieren, was denn da jetzt schuld war. Also es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich habe es dann schon gesehen, der Uwe hat mich aufmerksam gemacht. Wie gesagt, also tut mir leid. Gott sei Dank gibt es eine Aufzeichnung und ich kann auch vielleicht die ein oder andere, also bitte, wenn ihr Fragen habt, fragt mich auch am Ende des Kurses. Aha, bei mir gab es keine Rap. Okay, danke für die Information schon mal. Vielen Dank. Ach, jetzt kommt auch noch jemand. Oh wei. Gut. Also ich mache jetzt mal weiter. Wie viel Zeit brauche ich für den Kurs? Also der Kursabend selber, also ich halte mich jetzt eher selten an genau die 90 Minuten. In der Regel bitte, ich sag mal 120 Minuten oder vielleicht sogar mal etwas mehr nochmal einplanen. Das wäre ganz gut. Deshalb habe ich auch den Kurs im Gegensatz zu den letzten Malen, wo er stattgefunden hat, jetzt etwas früher angesetzt, damit es vielleicht nicht ganz so spät wird. Aber in der Regel später als jetzt 22.15 Uhr oder 22.30 Uhr ist schon wirklich das Maximum. 22.15 Uhr, also länger dauert es nicht. Und was natürlich ist, es findet der Kurs statt. Das ist einmal dieser Tag in der Woche am Donnerstag 19.30 Uhr. Was wichtig ist für den Kurs, dass ihr auch den das, was euch dann, ja, sag ich mal, was ihr für Impulse empfängt oder das Besprochene, dass ihr für euch auf jeden Fall dann da auch in diesen 4 Wochen oder 5 Wochen mit in diese Reise geht, also mit euch in Verbindung seid. Und also jetzt nicht nur so jetzt mal einen Abend in der Woche sehen, so extrahiert, sondern wirklich zu sagen, okay, ich mache den Kurs jetzt. Jeder hat ja so seine Intention dazu. Und ja, also Entschuldigung, dass ich da jetzt immer ein bisschen stocke. Ich lasse immer noch welche rein. Also heute ist wirklich was schief gelaufen. Ich möchte jetzt auch nochmal alle begrüßen, die jetzt da noch reingekommen sind. Also heute ist wirklich irgendwas schiefgelaufen. Ich werde das nochmal klären, was da zu dem heutigen falschen Link geführt hat und offensichtlich auch von der Uhrzeit her. Also seht es mir bitte nach. Aber gut, so ist das Leben. Das kann einfach auch mal unerwartete Richtungen einschlagen. Genau, so. Also nochmal bei dem Kurs, also diese 4 Abende, eben wie gesagt, nicht extrahiert zu betrachten, sondern als Prozess auf dem Weg zu dir selbst, zu deinem Innersten, zu deiner Seele. Und dabei ist es eben auch wichtig, falls jetzt mal jemand an einem Abend nicht dabei ist, dann wirklich auch zeitnah die Übungen nachzuarbeiten, um eben da auch in dem Prozess drin zu bleiben und weiterzugehen. Genau. So.
Ja, wann findet der nächste Kurs statt? Da habe ich eben auch schon einige gefragt, also wann jetzt, zu welchem Zeitpunkt, also später dann. Wahrscheinlich erst im April, Ende April, denke ich mal, wird dann der nächste Kurs stattfinden. Und wird es zum Kurs eine Fortsetzung geben? Ja, das ist von meiner Seite aus geplant, dass es eine Fortsetzung gibt, eine Vertiefung sozusagen. Und nochmal gleich, dann ist es. Okay, ich wollte es jetzt eigentlich nur linken, verlinken, aber dann macht man es anders. So. Einen Moment, ich setze nämlich einfach mal den Link ein, dann habt ihr den, falls ihr Interesse habt. In den Chat. So, bitteschön. Okay, so, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Also für alle, die jetzt später dazugekommen sind, beziehungsweise wieder habe ich schon gesehen, rausgeworfen worden sind. Also heute ist irgendwie seltsam. Gott sei Dank gibt es eine Aufnahme und die kann dann jeder von euch im Nachhinein nochmal nachschauen. Weil ich habe jetzt zu Anfang jetzt eine Fragenliste, bin ich durchgegangen. Das sind so die meisten Fragen, die ich immer wieder gestellt werde, weil manchmal ist es für viele abstrakt oder sie haben dann eben Angst, sie müssen jetzt da zeichnen oder malen können. Es ist einfach nur ein spielerischer Weg, ein anderer Weg, auf vielleicht auch sich selber, ich sage jetzt mal so, an dieses kindliche Gemüt vielleicht anzuknüpfen, weil ich glaube, es gibt kein Kind, das nicht mal gern mal gezeichnet, gemalt hat, da ein Stück weit anzuknüpfen und auch in die Betrachtung von sich selbst eben zu gehen. Ich sage da jetzt gleich noch mal mehr dazu. Also das habe ich gerade vorhin schon gehabt. Also das Wichtigste ist eben, dass ihr euch für den Kurs öffnet, euer Herz öffnet. Letztendlich der Kurs ist ja nur, ja, ich sag mal, vielleicht eine Hilfestellung für eigene Impulse, die aus sich selber eben wieder entstehen zu lassen, wieder in eine bessere Verbindung mit sich selber zu kommen. Und sprich, das Öffnen betrifft eben vor allen Dingen das Öffnen für dich selbst. Dieses Gedicht habe ich vorhin schon vorgelesen. Ich gehe jetzt da einfach einmal nochmal ein bisschen durch, was mir jetzt am wichtigsten erscheint. Ich meine, das sind auch immer wieder Fragen oder immer wieder Themenbereiche, die wissen die meisten von euch. Ich möchte einfach auch in dem Kurs vermitteln, dass es wirklich um dieses von, da gibt es noch eine bessere Zeichnung dazu. Gehen wir nochmal weiter. Also von diesem Außen, diese ganzen Glaubenssysteme, diese ganze, diese Strukturen, diese, das, wo man glaubt, ja, okay, das ist halt so. Wir sind jetzt hier hineingewachsen oder wir sind hier aufgewachsen und werden sofort ja umgeben mit bestimmten Anforderungen an uns, ob uns die jetzt gefallen oder nicht. Die sind jetzt erstmal da. Und von diesen Außen das in die Betrachtung zu ziehen und dann immer mehr nach innen vorzudringen, bis man dann bei sich selber eben ankommt und da diese Stille auch mal zulässt in sich selbst und aus der dann wieder jeder für sich in die Wirkung kommen kann. In die, ja, ich sag mal, echte aus dir Herauswirkung. Genau. Und es ist letztendlich eine Entscheidung für jeden Einzelnen, der diesen Kurs macht, der daran teilnimmt, der sich dafür entscheidet. Eben die Entscheidung betrifft dich selbst.
ein Ja zu dir und zu sagen, okay, ich bin bereit, mir auch selbst zu begegnen. Und das sind eben ganz große Teile der Übungen, eben diese Intuitionsübungen, Wahrnehmungsübungen, wo man eben im Gesamten oder in kleinen Gruppenbereich, vielleicht im Zweierbereich, Übungen macht. Es wird geführte Meditationen geben und eben dann eine Übung hinten nach, wo du dich selber zum Beispiel im Spiegel betrachtest, dich zeichnest. Schreibübungen gehören dazu. Und eben auch das Betrachten deines Kinderfotos. Und ja, und bei der fertigen Zeichnung zum Beispiel oder bei dem Kinderfoto ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, dass man da eben das eben auch in die Betrachtung, entweder in kleinen Gruppen oder im Ganzen, je nachdem, wie viele Teilnehmer mir dann sind in dem Kurs, dass jeder so für sich die Intuition dann nochmal schulen kann. Also ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht ein bisschen zu abstrakt jetzt ist. Es wird auf jeden Fall einen 50-60% theoretischen Anteil geben und es wird den anderen Anteil, sagen wir mal mindestens 40, eher dann auch 50% praktischen Anteil geben, damit es für dich und jeden eben auch erfahrbar wird. Und letztlich geht es ja darum, dass jeder aus sich selber die Leuchtkraft, die ja da ist, und den eigenen Schatz hebt. Weil jeder Mensch, egal was er erfahren hat und was das bisherige Leben einem so gezeigt hat, es ist alles ein Erfahrungsschatz, wenn man den als solchen eben erkennt und anerkennt. Dann hört es eben auf, eben sich eben in etwas hineinzubegeben. Ach ja, da hat jemand. Ich komme da nochmal drauf zurück, liebe Marion. Dass sich da jeder hineinbegibt, jetzt habe ich den Faden verloren. auf jeden Fall diesen eigenen Schatz eben zu heben, den anzuerkennen. Und den wieder sozusagen zu wecken, wie das Dornröschen, das jetzt da in diesem Schloss eben schläft, den hundertjährigen Schlaf, das ist jetzt kein hundertjähriger Schlaf. Irgendwo gibt es einen Teil in uns, der wartet darauf, von uns selbst entdeckt zu werden. Und der Kurs soll euch dabei unterstützen. Genau, das Ich Bin als Wesenskern, das kennt sie alle. Und der menschliche Körper als Ausdrucksmittel. Genau. Und über den Körper, ich habe meinen Verstand, okay, der Verstand kann denken. Ja, der kann gewisse Dinge durchdenken und analysieren. Der Verstand alleine bringt nichts in Bewegung. Mein Körper ist, ja, ich sag mal, er benötigt was anderes, weil der Körper allein kann sich nicht bewegen oder tun oder in Ausdruck zu kommen. Es braucht nochmal was anderes. Ist es der Verstand? Es ist unsere eigene innerste Haltung, unsere Entscheidung, etwas zu tun. Und dann kann der Körper in Bewegung gesetzt werden und eben zum Ausdruck kommen. Ja, und es geht letztlich darum, dass jeder nach sein Leben nach dem eigenen Kompass ausrichtet. Und der mag so unterschiedlich sein, wie es einfach Menschen gibt. Ganz viele Menschen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, mit denen ich im Austausch war, haben oft ganz, ganz große Hemmungen, sich in die Sichtbarkeit zu bringen. Einfach, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir Scham haben, Ängste haben, vielleicht belacht zu werden, vielleicht bloßgestellt zu sein, vielleicht dann einzeln zu stehen, vielleicht Freunde zu verlieren, etc. Da hat jeder so seine Beweggründe,
warum er vielleicht noch nicht in dieser gelebten Sichtbarkeit ist, wie es vielleicht möglich wäre. Vielleicht fehlt er der Mut, das Zutrauen zu dem eigenen Können, zu der eigenen Schöpferkraft. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Es gilt, die zu entdecken. Und das ist jetzt mal eine Übersicht mit vielen Unterthemen. Das sind jetzt mal so ganz grob. Also am ersten Abend geht es eben um die Seele im Ausdruck. Ruhestörung für die Augen, umgeben von Fremdbildern. Also da geht es jetzt wirklich einmal am ersten Abend darum, wie drücken wir uns aus? Was drückt sich durch uns aus? Bin das ich oder ist es eben irgendeine Schicht oder mehrere Schichten, die eben noch um meinen Wesenskern herumliegen oder aufliegen, sage ich jetzt mal? Und was alles stört im Außen? Nicht nur unsere Augen, sondern eben auch das, was wir betrachten. Es bringt uns ja immer wieder gerne aus der Ruhe und bringt uns weg von dem Eigentlichen, von uns selbst. Da ist die ganze Aufregung da draußen, diese ganze, dieses ganze Theater, hervorragend geeignet, um überall hinzuschauen, bloß nicht bei sich. Und ich glaube, das kennt fast jeder. Allzu schnell lenkt man sich dann ab von den eigenen Gefühlen, von den eigenen Empfindungen, von den Wahrnehmungen und gibt sich in einen bequemen Film oder in ein bequemes Betrachten von irgendwas. Und da ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, wenn man es einfach bewusst macht. Und der erste Abend ist so ein, sag jetzt mal, da geht es um das Bewusstwerden nochmal, sofern das eine oder andere nicht schon bewusst ist, nochmal zu vertiefen. Was macht das? Für das, ich finde das doof. Am zweiten Abend geht es vor allen Dingen darum, also alles trägt die Energie in sich. Okay, also dieses Verständnis, dass ja die Energie nicht nur jetzt in uns selber ist, sondern auch in allen Gegenständen. Also es geht um unseren nahen Bereich, wo wir leben, unsere Freunde, Familie, wie sind wir da eingebettet, wo sind auch hier die Konditionierungen, wo sind die Strukturen und wo verhindere ich vielleicht selbst durch eben mein Leben, so wie es ist, eben da heranzukommen. Und da werden wir nochmal genauer hinschauen und vor allen Dingen auch so ein Stück weit schon die Dinge, das Erfahrene bis dahin ins Tun zu bringen, also in diese Einheit von Herz, Hand und Sprache oder auch Handausdruck, etwas tun, zeichnen. Und ja, der vernichtende Vergleich, das kennt wahrscheinlich auch jeder, sei es jetzt beim Zeichnen, sei es einfach im eigenen Leben oder in dem, was man erwirkt hat, sich zu vergleichen. Gut, aber wie gesagt, das sind jetzt einfach nur mal die Oberbegriffe. Wir gehen da selbstverständlich tiefer rein. Und am dritten Abend geht es also wirklich darum, da dringen wir vor zum Kern, zu deinem jeden einzelnen inneren Wissen, zu deinem inneren Schatz. Und dann eben diesen gilt es eben zu befreien, herauszuschälen, sichtbar zu machen. Und am vierten Abend ist es der Schlüsselbund der Möglichkeiten. Also was habe ich jetzt alles schon zur Hand? Was kann ich ganz aktiv tun, um eben mir eben jetzt, ab jetzt den Zugang eben leichter zu machen? Die Energie des Herzens ins Tun fließen zu lassen, so wie ich gerade vorhin schon mal gesagt habe, das ist auch ganz wichtig dabei, dass es eben nicht nur eben im Erdachten und im Verstand bleibt, sondern wirklich in den Körper hineinrutscht.
Und dann wird es immer mehr zu der eigenen Melodie. Und ganz, ganz wichtig, und das betone ich immer wieder, ist, der Weg ist das Ziel. Also zu erkennen, es kommt nicht darauf an, wo man jetzt steht, was man jetzt vielleicht bisher erlebt hat oder wie schnell, dass man einen gewissen Weg geht, sondern es geht einfach um den Weg. Um den Weg und egal von wo aus der startet, ehrlich und wahr und ja, ich sag mal, mit sich selber zu gehen, das ist das Allerwichtigste. Und dann gibt es eben diese vier Übungen an allen Abenden. Das sind jetzt natürlich auch Begrifflichkeiten, da könnt ihr euch nichts vorstellen. Erstmal ergreife deine Führung, da geht es um eine Übung, die ganz aktiv, wo du für dich fühlen kannst, wie das ist, wenn zuerst die Führung jemand anders hat und dann übernimmst du selbst deine Führung. Am zweiten Abend reise zu deinem inneren Ort und auch das bisherige Gesehene eben zu zeichnen, zu malen. Am dritten Abend erblicke dich über deine Augen, also betrachte dich. Ohne Vorbehalte und reinen Herzen. Und das ist diese Spiegelübung. Und bringe dich zum Ausdruck, heißt, du zeichnest dich dann. Ja, und was hat dir dein Ich aus deiner Kindheit zu erzählen? Da geht es um diese Übung mit diesem Foto. Da hat vorhin die Marion, glaube ich, ein einziges Bild vom Schulanfang. Ja, das reicht auf jeden Fall. Also es geht einfach nur darum, dass es in der Altersgruppe zwischen 4 und 8 Jahren ungefähr ist. Da ist so dieser Ausdruck, um den es geht eben, da hat man schon eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Lebensreise schon hinter sich. Man hat schon eine gewisse Eigenständigkeit. Man ist vielleicht dann schon im gewissen Kindergarten, Schule schon gewesen und das wird sichtbar. Und da geht es eben darum, was hat dir dein Ich aus deiner Kindheit zu erzählen? Ja, am vierten Abend geht es um deine Schrift und lass deine Worte sichtbar werden. Und eine Atemreise gibt es noch. Was an allen Abenden noch stattfindet, das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, weil das immer ein bisschen... weil es im Prinzip immer irgendwie so Wahrnehmungsübungen sind, die ich, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, entweder in Gruppen oder im Ganzen, das werden wir sehen. Und die schulen eure Intuition und eure Impulse und dass ihr Vertrauen kriegt zu eurer inneren Stimme. Und es ist oft so ein großes Aha-Erlebnis, wenn man da erkennt, wie treffsicher das jeder als Einzelne ist. Genau. Ja, dann möchte ich euch mit jetzt nochmal abschließen. Ich habe eins zu Anfang gemacht und jetzt mache ich am Abschluss nochmal eins. Ich lese euch jetzt ein Rumi-Gedicht vor. Und für den vollen Genuss würde ich euch einladen, die Augen zu schließen. Und dann werde ich vorlesen. Liebe ist ein Ozean, ohne Grund und ohne Ufer, ein Meer, das schwebt. Tauche ein in diesen Ozean und lebe dort für alle Zeiten. Ein Tropfen dieses Meeres schenkt dir Hoffnung. Alles andere schenkt dir nichts außer Angst. So.
Ja, und das ist jetzt nochmal die Erinnerung am Abschluss. Egal, wer welchen Weg geht, einfach sich immer wieder selbst zu vergewissern. Es geht um den Weg, der eigentliche Weg, der letztendlich das Ziel ist. Und das sich einfach nochmal zu verdeutlichen und klar zu werden, dass es nicht darum geht, jetzt ganz schnell irgendwo anzukommen, sondern den Weg, deinen Weg zu genießen, ihn mit Freude zu gehen und alles, was sich auf den Weg ereignet, die Geschenke, die sich sichtbar oder die sichtbar werden, eben nicht zu übersehen, sondern die empfangen zu können. Ja, dann möchte ich jetzt einfach noch mal eine kleine Fragerunde starten, wenn jemand noch mal was speziell wissen möchte. Also das ist ja jetzt heute leider, warum auch immer, irgendwie etwas, ja, was heißt schiefgelaufen. Es gibt keine Zufälle. Das ist auch noch mal sowas, was ich einfach immer wieder sage. Und alles hält für uns einen Erfahrungsschatz bereit, ob der einem jetzt in dem Moment gefällt oder nicht gefällt. Es ist eine Erfahrung und die den eigenen inneren Reichtum größer und leuchtender und schöner werden lässt. Nicht diesen Reichtum von Superlativ und oh toll, bombastisch, sondern eben diesen Schatz, den jeder in sich trägt und der eben auch bestückt und geschmückt ist und angereichert ist von all unseren Erfahrungen in unserem Leben. Und das ist einfach, das einmal zu erkennen und das für sich klar zu haben, dann verlässt man automatisch die Opferhaltung oder, oh Gott, was ist mir jetzt da Schreckliches passiert oder das Jammertal. Auch die Ängste verringern sich. Weil man weiß einfach, es passiert nichts zufällig in unserem Leben und manchmal führen uns auch die Hindernisse genau dahin, wo wir hin sollen. Weil es vielleicht den Weg wieder lenkt in die richtige Bahn. Und da ist eben dieses Vertrauen, wo ich gesagt habe, in diesen Übungen, also dass man. Der Bernhard Piwirt, ich mache ja auch selber bei ihm Kurse und ich liebe das, oder auch ein Carsten. Und ich finde, das dann eben auch in dieses Erfahren nochmal. Also ich möchte eben in diesem Kurs nochmal diese praktische Unterstützung bieten für jeden, dass es zwar um die ähnlichen Themen geht, nochmal nur andere Herangehensweise. Und ja, würde mich freuen, wenn es für den einen oder anderen stimmig ist und sich richtig anfühlt. Ich freue mich über jeden, der teilnimmt und sich auf seinen Weg aufmacht. Genau. Und vielen Dank jetzt schon mal nochmal vorab. Und ich würde jetzt dann einfach nochmal den Raum aufmachen, wenn nochmal Fragen sind. Okay. Ah ja, wunderbar. Ja, ich freue mich auch auf Donnerstag. Du bist demnach dabei. Das ist sehr, sehr schön. Freut mich. Ja, und wie gesagt, also dieses Foto vom Schulanfang reicht völlig aus. Wie gesagt, wichtig ist ein Spiegel noch. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich habe die Sachen. Nee. Also Spiegel, Malsachen, Malutensilien, Füller oder Kugelschreiber, so das Lieblingsschreibwerkzeug, ein Heft, wo man vielleicht seine Gedanken, die sich so im Laufe des Kurses eben immer wieder auftun, die einem in den Sinn kommen, dass man die aufschreiben kann.
dass die einfach den Platz haben dafür. Vielleicht auch eben, wenn es ein Heft ist, auch neben das Bett legen oder die Notizen, weil manchmal kommen auch Impulse im Schlaf durch die Träume. Und ja, genau. Also wie gesagt, also falls noch Fragen sind oder irgendwie ich was vergessen haben sollte, dann bitte her damit. Ansonsten, jetzt kommt noch mal eine Frage. Danke. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, danke Sabine. Also danke für euer Dasein. Also wenn jetzt keine Fragen mehr kommen sollten, also hier ist nochmal der Anmeldungslink, falls, aber ansonsten, ihr findet es ja sowieso auf W14 unter dem Bereich Seele im Ausdruck. Und ich wünsche mir jetzt, dass ich das gut vermitteln konnte und auch mit der Fragenliste vom Anfang, die jetzt leider einige nicht mitbekommen haben. Ich blende noch mal ein, damit ihr es einfach noch mal sehen könnt. Und beim Nachhören wird das ein oder andere vielleicht noch mal zur Klärung kommen. Und ja, die Heike, dich habe ich auch schon öfter gesehen, beim Bernhard, glaube ich, gell? Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, du bist mir gleich bekannt vorgekommen, weil du bist ja beim Bernhard auch, wunderbar. Ja, ist auch so schön. Ja, wunderbar. Aber ich habe im Moment mal Probleme mit Zoom. Ich habe auch den Uwe nochmal angeschrieben, der hat mir jetzt geholfen. Ah ja. Deswegen war ich so spät da. Ja, eine Frage, vielleicht kannst du mir die auch noch beantworten, weil irgendwas war da mit dem Link. Ja. Da hat sie immer geheißen, der Horst ist in einem anderen Meeting. So. Wann hast du versucht reinzukommen? Ab 7 Uhr. Ah, ja, dann, also offensichtlich, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, weil... Der Uwe hat mir jetzt den Link geschickt im Telegram und mit dem hat es zweifelsohne geklappt. Ich habe mich mittlerweile bei Zoom angemeldet, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ja, ich hoffe, ich muss nichts bezahlen, ich habe keine Ahnung, ich mache das auch zum ersten Mal. Nee, also wenn du dich bei Zoom ganz normal anmeldest, musst du gar nichts zahlen. Also es gibt die Bezahlversion, das wird einem aber angezeigt. Genau. Ja, gut, das war genau. Und der Uwe, ich habe den dann angeschrieben, selber über Uwe Blum oder wie das da heißt bei ihm, und habe um Hilfe gebeten und da hat er mir den Zoom-Link geschickt und jetzt habe ich dich dann gekriegt. Ja, also ich weiß wirklich nicht, es werde ich jetzt nochmal eruieren, weil ich habe den Termin angelegt und irgendwas ist da schiefgelaufen. Vielleicht bin auch ich versehentlich mit einem anderen Termin reingegangen, dann wird es nämlich, da zeigt es dann auch das an. Gut, aber ist mir. Aber auch Astrid, zu bitte? Deiner Beruhigung, gestern war auch irgendein Zoom bei W14. War irgendein Zoom und da wollte ich auch rein und da hat es auch nicht geklappt. Da war das gleiche Spiel. Seltsam. Irgendwie komisch. Ja. Genau. Aber wir kriegen uns. Ja, genau. Sabine, was meinst du mit, das ist zu zeitig? Du meinst jetzt zu zeitnah oder früh von der Uhrzeit her? Ja, ich habe die Erfahrung mal an einem anderen Abend gemacht, wo ich mich zeitiger angemeldet habe. Und dann kam auch dieser Hinweis, dass der Host noch in einem anderen Meeting ist. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, also im Normalfall passiert es nicht. Und normalerweise habe ich es auch so eingestellt, dass jeder sofort in den Zoom-Raum kommt, ohne dass er in den Warteraum kommt. Also irgendwas ist da, also es ist mir wirklich ein Rätsel, weil ich mache da jetzt das doch schon öfter. Aber es wird sich klären und wie gesagt, es ist nichts umsonst, es wird seine Gründe haben. Ja, genau. Wir Heike, wir sehen uns am Mittwoch dann wieder, oder? Ja. Genau, sehr schön.
Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch mal einen schönen Abend und vielen Dank für euer Dasein, Hiersein und überhaupt sein. Und entweder diesmal oder wann anders, wir werden uns sehen, bin ich mir ganz sicher. Dankeschön. Auch, danke. Vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön, Dankeschön. Guten Abend an alle. Danke.